Da sind zum einen körperliche Belastungen. Viele Patienten leiden eben unter starken Nebenwirkungen, also zum Beispiel Erschöpfungszuständen, Übelkeit oder auch Verdauungsproblemen. Und dazu kommen dann noch psychische Belastungen. Viele Krebspatienten fragen sich natürlich, wie geht das Ganze aus? Wird meine Therapie wirken? Oder auch, wie rede ich mit meinen Angehörigen über das ganze Thema? Und das alles bedeutet für Krebsbetroffene Stress und führt eben auch dazu, dass sie sich zurückziehen. Und dieses Zurückziehen wird jetzt eben durch Corona nochmal verstärkt. Aus zwei Gründen. Natürlich zum einen, weil man Angst hat, sich zu infizieren mit dem Coronavirus. Und zum anderen aber auch, weil viele der Unterstützungsangebote, die gerade jetzt helfen könnten, also zum Beispiel Bewegungstherapie, Ernährungsberatung oder auch Yogakurse, die eben helfen könnten, dass man mal rauskommt, aktuell nur sehr eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Und das alles führt eben dazu, dass Corona für Krebspatienten nochmal eine ganz besondere Belastung darstellt. Der Leitgedanke von Mika kommt aus dem Patient Empowerment. Das heißt, dass Mika hilft, selbst eine aktivere Rolle in der eigenen Situation wahrzunehmen. Und das macht Mika mit zwei Grundfunktionen. Zum einen kann man mit Mika sein Wohlbefinden und seine Symptome und Nebenwirkungen aufzeichnen. Und so entsteht eben über die Zeit wie so eine Kurve, zum Beispiel wie meine Übelkeit sich über die Zeit entwickelt. So kann man dann kritische Entwicklungen schneller erkennen, weiß auch gezielter, wann man zum Arzt gehen muss und kann sich besser auf die Arzttermine vorbereiten, was natürlich alles gerade in der derzeitigen Pandemiesituation besonders sinnvoll ist. So, und diese ganzen Informationen, die Mika eben hat und wie Mika mich als Patienten kennenlernt, nutzt Mika, um mir ganz gezielt auf mich zugeschneiderte Informationen und Hilfestellungen anzubieten. Und das ist übrigens auch bei Mika anders als zum Beispiel bei einer Google-Suche, wo ich einfach nur eine Flut von Informationen bekomme und eigentlich gar nicht richtig weiß, welche Informationen sind jetzt für mich relevant, sind diese Informationen valide und wissenschaftlich geprüft. Das ist bei Mika alles anders. Mika bietet eben mit der zweiten Funktionalität Expertenempfehlungen und Inhalte, also zum Beispiel Videos, Texte, Übungen, die mir eben helfen, als Patient gesünder zu leben, besser mit den Herausforderungen zurechtzukommen und auch das eigene Immunsystem zu stärken. Das heißt, Mika hat eine große Sammlung an Kochrezepten, die wir zusammen mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt hat. Mika hilft aber auch, sich mehr zu bewegen und körperlich aktiv zu sein. Wir haben gemeinsam mit führenden Bewegungstherapeuten Übungen entwickelt, Videoübungen, die man eben zu Hause, zum Beispiel im eigenen Wohnzimmer, nachmachen kann. Oder Mika hilft auch, sich zu entspannen. Wir haben sogenannte Themenreisen, die eben helfen, auch mal sich mit einem anderen Thema auseinanderzusetzen, das am Ende aber hilft, besser mit den Belastungen der Krankheit zurechtzukommen. Zusammenfassend kann man also sagen, Mika hilft, selbst zu handeln, statt einfach nur behandelt zu werden. Wir sehen aktuell, dass immer mehr Patienten die Mika-App nutzen. Und das liegt unseres Erachtens zum einen daran, dass Mika ganz viele konkrete Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen im Umgang mit Corona bietet. Und zum anderen aber auch daran, dass aktuell viele komplementäre Unterstützungsangebote, wie zum Beispiel Ernährungsberatung oder Psychoonkologie, ausfallen oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Und hier ist Mika natürlich eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung. Und drittens sehen wir gerade, dass viele onkologische Praxen und Onkologen gänzlich auf Papier und zum Beispiel Druckbroschüren verzichten, eben wegen der Infektionsgefahr, wenn man das Papier anfasst. Und hier sind natürlich digitale Angebote wie die Mika-App die viel, viel sicherere Variante. Aktuell finden alle wichtigen Therapien auch weiterhin statt. Wir wissen, dass es da gerade viel Verunsicherung gibt. Wir können aber nur appellieren, nehmen Sie die Termine und nehmen Sie die Therapien wahr und stimmen Sie sich im Zweifel mit Ihrem behandelnden Onkologen ab.